Wenn du sagst, Allah hat ein Bild, Allah hat eine Hand, dann sagen einige Leute, du vergleichst Allah mit seinen Geschöpfen. Und das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Allah hat ein Bild seiner Majestät, subhanahu wa ta'ala, eben würdig. Und nicht, dass man das vergleicht. Deshalb sagen diese Leute, wie Bild, wie Hand, dieses wie bezüglich Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala darfst du nicht stellen, weil das uns verborgen ist. Deshalb immer, wenn die Leute nach dem wie fragen, dann stopp, sag Allahu alam, wir wissen nicht. Aber wir bestätigen die Bedeutung. Und im Arabischen, wenn du etwas sagst, ursprünglich meinst du das. Das ist wahr, was gesagt wird. Da brauchst du hier keine Metapher zu nehmen. Wenn ich dir sage, jetzt ein Kind ist reingekommen, dann ist es ein Kind. Da braucht man nicht zu sagen, nein, er meinte mit ein Kind was anderes und so weiter. Und da gibt es sehr Leichtes zu erklären. Allah ist lebendig, doch, oder? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu, der Lebendige. Und du bist lebendig. Lebendig. Ist lebendig und lebendig gleich? Du bist wissend. Und Allah ist wissend. Ist Wissen und Wissend gleich? Sag mal, nein, nicht gleich. Und wir dürfen nicht vergleichen. Okay, du hast Hand und Allah hat Hand. Ist Hand wie Hand? Nein. Aber diese Leute, die das sagen, die haben gesagt, wenn du sagst, Allah hat Hand oder Allah hat Gesicht oder Allah hat Bild, dann machst du Allah, verkörperst du Allah. Und das stimmt nicht. Diese verkörpern Allah. Das heißt, du hast dich mit dem Wie beschäftigt. Aber wir machen das nicht. Wir sagen, Allah hat Bild. Wie? Das wissen wir nicht. Allah hat eine Hand. Wie? Wissen wir nicht. Ist diese Hand wie unsere Hände? Natürlich nicht. Das ist Hand Allahs. Da brauche ich hier keine Metapher zu machen, indem ich sage, Hand bedeutet hier Barmherzigkeit oder Hand bedeutet hier Kraft oder Hand bedeutet was. Das brauche ich nicht. Deshalb vorsichtig, diese Leute, die heute oder früher auch, die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala metaphorisch interpretiert haben oder falsch interpretiert haben, die haben sich mit dem Wie beschäftigt. Und dann haben sie dieses Problem. Und heute, passt auf, die Asha'ira oder Maturidiyya, die einige bestätigen 7 Eigenschaften und die anderen 8 Eigenschaften und alles andere, was machen sie? Die interpretieren das metaphorisch. Dann sagen wir, wieso habt ihr 7 bestätigt und die anderen metaphorisch? Welche Regel ist das? Das möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, aufpassen. Und das ist sehr schönes. Barakallahu fikum, sehr schöne Überlieferung. Dazu, es gibt eine Überlieferung, Barakallahu fikum, sagt Malachan, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah, das ist in Sahih Muslim, Allah hat Adam nach seinem Ebenbild erschaffen. Ebenbild gilt für Adam oder gilt für Allah? Das gilt für Adam. Weil danach was kommt? Er war 60 Ellen groß. Deshalb, das geht nicht um Allah, das geht um Adam. Es gibt eine Überlieferung. Allah hat Adam nach dem Ebenbild von Ar-Rahman, von Alabama erschaffen. Diese Überlieferung ist außer Reihe. Deshalb ist es schwach. Einige Gelehrten haben gesagt, nein, das ist nicht schwach. Und deshalb haben wir gesagt, das geht nach dem Ebenbild von Ar-Rahman, von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb haben wir diese zwei Meinungen dann. Nach Ebenbild von Adam, Sahih Muslim, und das ist eher stärker. Nach Ebenbild von Allah, und die Überlieferung ist schwach. Deshalb man nimmt den stärker. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.